Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Empire Total War. Wir hatten ja aufgehört damit, dass wir hier noch kämpfen müssen bei Athen. Mittlerweile hat der Feind noch eine Einheit dazu bekommen. Und wir greifen die Stadt Athen jetzt an. Ich könnte jetzt warten, bis sie ausgehungert sind oder bis sie aus der Festung ausfallen. Will ich aber nicht. Athen muss fallen. Nämlich an uns. So, das wird eine lange Schlacht. Denn... Gut, wir haben Hobbitzen. Das ist schon mal wichtig. Denn der Gegner... wird massiv Truppen auffahren. Denn die Gegner kommen von hier mit Nachschub. Und sie kommen von da hinten. Und die Festung ist bemannt mit grün uniformierten Russen. Das ist nur ein Regiment. Stopp. Was kommt denn da? Kavallerie. Ja, die Mauer ist gebrochen. Brechen wir sie hier auch. Gegen 600, die kriegen wir locker weg.
müsst ihr schon hingehen, ne? Das ist euch klar. Zieh mir die Schlinge mal ein bisschen enger. Guck mal, was da kommt. Russische Infanterie. Hat ich nicht Anweisung gegeben, dass die Mauer hier angegriffen wird? Ich dachte schon. Aha, was kommt denn da? So, wollen wir ganz kurz. Besser. Dann schauen wir mal, was die hier machen. Hier müssen wir noch durch die Linie durch. Durch die Bresche und hier ist einiges. Wir blockieren erstmal den. Oh, leck. Blockieren erstmal den Eingang. Wenn die hier rauskommen, wird das teuer zu stehen kommen. Ja, da reiten die einmal drauf zu und dann gleich werden sie merken. War eine scheiß Idee. Da die Mauer auf der rechten Seite nicht angreifen wollen. Klettern wir die hoch. Jetzt haben sie sich überlegt, aber jetzt will ich woanders hinschießen, nämlich hier rein. Die Russen chargen gerade ihre eigenen Einheiten weg. Das kann man machen. Artillerie feuert da rein, aber die feuern zurück mit ihrer Artillerie. Die rennen. Die stellen sich wieder auf. Was sich da reinquetscht, das ist echt unglaublich. So. Da hoch. Hier werden flankiert. Das wird von denen weggemacht. Oh, jetzt kommen sie heraus.
kämpfen. Die Gegner klettern alle die Mauer hoch. Die werden einiges an Verlusten erleiden durch die Kavallerie, die hier steht. Aber die ballern wir schon weg. Gut. Das ist leichte Infanterie. Scharfschützen, die müssen wir wegmachen. Gebäude eingenommen. Pförtnerhaus. Das müsste das hier unten sein. Das ist auch das hier unten. Die wollten erst ausbrechen, jetzt haben sie sich sehr anders überlegt. Stoppen wir das Artilleriefeuer. Boah, die haben aber Verluste. Die sind gebrochen und fliehen. Jetzt kommen die hier raus. Auch wankend. Den greifen wir jetzt an. Na, jetzt fängt es an zu ruckeln. Ach du Scheiße. Die Dings ist eingebrochen, die Brücke. Die ist ja nur aus Holz. Jetzt habe ich die Dings angegriffen da vorne. Die Lücke da. Und schon geht gar nichts mehr. Alles leckt und steht. So, Hobbitzen. Auf zum Jubelfinale. Ich will diese Schlacht eigentlich nicht rausdingsen, ausnehmen. Aber ihr seht das ja, wie das hier eine Dia-Show ist. Vielleicht wird es besser, wenn wir mit Artillerie da reinhalten, dann sterben da mal ein paar hundert Mann.
Boom. Boom, boom, boom. Boah, wie viel ist eine? Wir sind bestimmt 2.000, 3.000 Leute in dieser scheiß Lücke. Alles, was wir schaffen müssen, ist ja diesen Punkt hier chargen und halten. 2 oder 3 Minuten. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die schlechteste Kavallerie im Artillerie im Spiel haben, denn irgendwie treffen die immer unsere eigenen Leute. Oh Mann, jetzt ist das ganze Spiel wieder so. Oh. Die Schlacht ist einfach zu groß. Zu viele Leute. Auf zu engem Raum. Dass ich den Knopf wieder drücke, passiert erst nach 10 Minuten was. Guck dir an, wie die Meldung hier. Zack, zack, zack. Oh Mann. Tja, da können wir nur warten. Einfach warten. Und hoffen, dass die Artillerie schneller schießt. Momentan passiert gar nichts. Ne, das wollte ich nicht, Freunde. Ich wollte auf Optionen drücken. Jetzt haben wir die Schlacht verloren, weil ich auf Optionen gedrückt habe, das Spiel geleckt hat und er auf Schlacht abbrechen gedrängt ist. Geil. Ne, Freunde, so machen wir das nicht. Das ist doch scheiße. Hallo, darf ich noch was anklicken hier? Jetzt habe ich die ganze Armee, beide Armeen verloren. Weil es einfach nur leckt dauerhaft. Das finde ich nicht gut. Das ist einfach, das Problem ist einfach durch die Mods, das sind einfach zu viele Einheiten. Was ein Scheiß. Jetzt müssen wir gucken, wie wir Nachschub nach Süden bringen. Da kommt ja noch eine Armee. So ist es ja nicht. Eine Armee kommt noch. Wir können bei Wien noch was aufstellen. Wir brauchen auf jeden Fall schwere Haubitzen und Infanterie. Naja.
Schlacht verloren. Das ist im Krieg so. Man kann auch mal eine Schlacht verlieren. Bereit machen! Auf den Krieg vorbereiten! Oh, stopp! Melod! Bereit und in Erwartung von Befehlen! Russische Grenadiere. Grenadiergarde. Gardekavallerie. Okay, also der fährt hier das Beste auf, was er zu bieten hat. Das reicht nicht, was wir da haben. Wir haben nicht genug Truppen. Wir müssen mehr Truppen aufstellen. Nicht Miliz. Wir müssen mehr Truppen aufstellen. Eieieiei. Die Front ist total überdehnt. Hier steht sie immerhin. Wir können uns überlegen, ob wir hier in Venedig neue Truppen rekrutieren. In Bayern, das würde dauern. Dann können wir hier Schiffe bauen und die dann per Schiff hier runterfahren, hierhin anlanden. Wobei hier steht die dicke russische Flotte. Die müssen wir noch abknallen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Also der Angriff auf Moskau ist gestoppt. Wenn die mich jetzt auch noch nerven. Sieg! Bereit machen für Enterangriff! Das ist kein Enterangriff. Guckt euch an, was er wieder an Truppen anmacht. Eins, das sind mindestens zwei Armeen da unten. Eine da oben, ja. Dann kommen da von rechts auch nochmal vier. Das ist Wahnsinn, was da an Material rumkreucht und fleucht. So. Die sind eingeschlossen hier. Wir triumphieren. So. Wegbattlen, was da steht. Die Armeen bei Briansk sammeln. St. Petersburg ist leicht bewacht, das können wir erobern. Diese russischen Einzelverbände hier mal wegmachen. Alles bereit machen. So. Sofort, Sir. Weitere Befehle? Was? Yes, Sir. Männer, vorwärts. Die vereinigen sich zu einer Armee. Vorwärts, Melod. Nachschub organisieren. Vorwärts!
mehr Schiffe bauen. Hier war noch ein Slot frei. So. Können wir noch die Infrastruktur ausbauen? Mehr Gutshöfe. Fabriken. Guck mal, was wir hier an Werften erbeutet haben. Wer braucht denn bitteschön so viele Kriegshäfen? Hier wird noch gebaut, okay. Keine Piraten in Sicht. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns um das hier kümmern. Sir, eure Befehle? Sir! Vorwärts! Marsch! Weitere Befehle? Truppen! Vorwärts! Sonst noch etwas? Hallo? Boah, die fressen hier Verluste. So, die Gegner ablenken. Die können weiter zündeln. Aha. Yaswant Abdullah ist so ein Agent von denen. Hier wird überall noch gebaut, gebaut, gebaut. Naja. Vorwärts für Krone und Vaterland! Warten noch weitere Befehle! Hier fehlt nur noch Artillerie. Nehmen wir die kleinen Sturmmörser. Nächster Round. Erwarten Befehle. Nein. Die wollen alle mein Geld. Dabei ist der Krieg so teuer. Aber wir haben noch genug auf Reserve. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So. Abwehren. Er hat seine Armeen wieder verteilt. Vielleicht ist Moskau jetzt frei. Boah. Das können wir nicht gewinnen. Das sind 13.000 gegen 2.500. Also ich glaube, ich werde in Indien das erstmal aufgeben, bis ich Russland erledigt habe. Das ist, guckt euch das an. 5.000 gegen... Boah, wieder 13.000. Das ist unmöglich zu gewinnen. Katastrophe. Ja, wir schließen Frieden mit den Mauren. Die wollen nicht, dass wir... Portugal will Frieden. Nein. Spanien gehört mir. Wir müssen Indien aufgeben und Indien zu gegebenen Zeitpunkt erobern. Das ist unter den gegebenen Umständen unmöglich. Aber eine Hiobsbotschaft nach der anderen aus Indien. Ich kriege aus Indien nur schlechte Nachrichten. Ja, mein Lord.
halten wir einfach diese Gebiete hier, diese Insel und ja, der Winter kehrt zurück. Die Russen stehen mit einer großen Armee vor Minsk. Erstmal Minsk besetzen. So. Moskau. Sie werden verraten. Sir, Belagerung beginnen. Vorher nehmen wir St. Petersburg ein. Damit werden die russischen Verbände oben vernichtet. Bataillone bereit. Nun in Waffen. Wir setzen die Festung hier. Fort Kurela. Treiben die Russen aus dem Hafen raus. Und Infrastruktur können wir nicht weiter ausmachen. Wir müssen irgendwann das Gebiet ja auch noch erobern, weil das hier ist die Straße hierhin. Wir brauchen diese Verbindungsstraße. Dann würde ich sagen, zum Ende der Folge wollen wir das Ziel doch noch erreichen. Die Schlacht um Moskau. Hoffen wir mal, dass wir hier siegreich sind. Es ist schon Winter, der Schnee liegt hoch, es ist bitterkalt. Sehr lange Wartezeit. Das lädt immer noch. Und das dauert offensichtlich sehr lange. So. Die letzte Festung, der letzte Wall. Da hinten, am Horizont zu sehen, Moskau. Wir sind kurz vor Moskau. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Und wir haben keine Artillerie für die Festung. Keine. Das ist eine Katastrophe, dass wir keine Artillerie in dieser Armee haben. Und das ist mir nicht aufgefallen. Das heißt, wir werden mit Blut die Mauer erobern müssen. Mit unserem Blut. Auch keine glorreiche Musik. Hier ist nichts glorreich. Hier steht das Spiel.
Da ist schon wer abgestürzt. Die haben keinen Skin. Oh oh. Alle keinen Skin. Wir haben Glück, die Ivans schießen nicht auf uns. Zeit, die Mauern zu stürmen. Die klettern runter? Der ist runtergefallen. Wenn wir erstmal die Verteidigungsringe erobert haben, dann geht das ganz schnell gehen, weil dann haben wir das Tor. Und es fängt wieder an zu laggen. Einfach zu viele Russen. Hochklettern. Jetzt geht Leckeritis wieder los. Thank you.
Da ist noch keiner. Da klettern wir hoch. Wir müssen ja irgendwo hoch. Optionen will ich drücken. So. Hätten wir mal Artillerie dabei. Hier ist auch noch eine Einheit. Greift ihr mal an. Diese blöde Holzbrücke da erobern. Weil ich eine schöne Schlacht um Moskau zeigt, und dessen ist ja so ein Leckfest. Sieht in diesem Blob hier wieder, das er bildet. Ich habe extra an allen Seiten gleichzeitig angegriffen, damit das eigentlich nicht passiert, aber... Die hören doch schon gar nicht mehr auf meine Befehle. Da steht auch eine Einheit. Garnisonslinie. Ich wollte eigentlich irgendwo ein Tor finden, wo ich reinkomme. Alter, was hier los ist, was ist denn gedrängelt? Massaker, einfach ein Massaker.
Warum wollen die da nicht hochklettern? Verstehe ich nicht. So, Jungs, ich will, dass ihr da hochgeht. Macht sie doch mal fertig, wenigstens an einer Stelle, dass wir den anderen helfen können und entlasten können, weil hier ist viel zu viel. Naja, wollen die nicht. Ich meine, die krexeln jetzt hier hoch. Wir machen es folgendermaßen. Ich schneide das raus, weil das kann sich ja keiner antun, diese Warterei hier. Und dann nehme ich ab da wieder auf, wenn es wieder spielbar ist, weil das ist echt, also guckt euch das an, das kann man noch nicht. Wenn ich auf normal laufen lasse, dann haben wir ja 1-2 FPS, also das ist katastrophal. Da kann man nichts zeigen, das ist einfach nur schrecklich. Vor allem die Einheiten hören ja auch nicht mehr auf mich, also die klettern nicht hoch, wenn sie es sollen. Wir machen das. Also, bis gleich. So, ich bin wieder da.
Es ist zwar noch nicht ganz flüssig und perfekt, so wie ich es gerne hätte, aber es geht schon besser und ich habe es endlich geschafft, eine Tür zu öffnen, indem ich hier oben die Einheiten besiegt hatte. Und deswegen, da uns das Pförtnerhaus noch gehört, müssen jetzt alle Kavallerieeinheiten in die Festung rein und alles niederschnetzeln, was hier drin ist. Da töten wir jetzt schon mal ein paar tausend Mann. Feindlicher General gestorben. Jetzt geht's langsam vorwärts hier. Und es läuft wieder flüssig. Die Moral der Russen bricht zusammen. Auch wenn wir katastrophale Verluste erlitten haben, hier anzugreifen. Müssen diese ganzen Infanterieeinheiten hier, Kosaken und alles wegmachen. So. Verstärkung ist auf dem Weg. Alles, was hier unten auf dem Hof ist, wird niedergemäht. Allgemeiner Rückzug hier oben. Angreifen müsst ihr die wegmachen. Aha, was läuft denn da? Grenadiere wegmachen, bevor die sich woanders verbessern, auf die Mauer oder so. Leute, ihr müsst die Grenadiere angreifen. Dann halt nicht. Gut. Klatschen wir heute auf den Miliz ein. Gebäude verloren. Pförtnerhaus. Egal, wir sind schon drin. So.
Endlich, endlich. Oh, habe ich hier lange gewartet? So, Sieg. Ja, und zwar sehr, sehr hohe Verluste. Aber Moskau ist gefallen. So, angreifende General hat er als Bonus bekommen. Und was ist das hier? Russische Truppen. Die haben alle jetzt eine andere Fahne bekommen. Sehe ich das richtig? Was ist denn mit Russland passiert? Russland ist jetzt eine Republik. Russland ist jetzt eine Republik. Die haben den Zaren abgesetzt. Wir kämpfen also gegen die Republik Russland. Das ist natürlich sehr interessant. So, jetzt nur noch Aufräumarbeiten zu erledigen. Können wir alles Russische zerschlagen, was hier ist. Die Schule abreißen, um die Aufstände zu verringern. Die Russische Republik. Jetzt kriege ich aber Angst. Wie kann ich euch dienen? Noch eine Mission? Ich erwarte euren Befehl. Endlich. Wir können im Westen wieder angreifen. Ja, die Portugiesen zermalmen, die da stehen. Eure Befehle, Majestät? Unmöglich, Sir. Und einrücken nach Portugal, nach Spanien. Das gehört nämlich mir. Ui, das ist ein bisschen viel. Wir warten noch hinter der Brücke, bis die Verstärkung angekommen ist. Hier ist immer noch alles niedergebrannt. Die haben es nicht wieder aufgebaut. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Wir müssen diese russische Republik nur noch zerschlagen. Zumindest die Reste. Und das machen wir auch noch hier. So. Boom. Treiben sie aus dem Hafen raus. So. Alles voll ist mit diesen Russen. Wobei, das war schon vorher so voll, aber es fällt mir diese neue blaue republikanische Fahne noch eher auf, finde ich. Eigentlich Admiralsflaggschiffe. Normale Fregatten 5. Klasse reichen. Hier bauen wir jetzt einen Fischereihafen hin. Hier können wir noch schnell einrücken. Das Donnenbecken erobern. So. Und das war's dann auch für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können auch mal zeigen hier. Also dieses Gebiet haben wir jetzt erobert hier auf der Minimap. Sieht man's. Sieht man's hier auch. Hier sieht man's auch. Grau ist halt steuerfrei. Ja, ich würde sagen, wir stoßen dann weiter nach Osten vor. Wir müssen noch diese ganzen Gebiete erobern. Tatarien, Komi, Archangelsk, Baschkirien da hinten. Astrachan, also viele Gebiete noch weit im Osten. Aber wenn wir das alles mal erreicht haben, dann haben wir eine Front weniger. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ja, macht's gut. Ciao, ciao.